Moin zusammen, hier ist der Henri, wir sind zurück bei Konrad, der so ein wenig die ja, körperliche und den geistlichen Verfall vor allem seines Vaters nutzt, um seine eigene Agenda voranzubringen. Es ist ihm tatsächlich nach einigen Schwierigkeiten dann am Ende des Tages aber doch gelungen, beim Papst einen Anspruch zu erhalten. Klar, alles noch im Namen und sozusagen auf seinen Vater, ein Anspruch auf die Grafschaft Besançon. Und nachdem ihn Kunde erreicht hat, dass dieser Anspruch nun besteht, vom Papst gebilligt wird, ist er in die Waffenkammer gegangen, um die hier zu inspizieren und zu schauen, ob alles auch vorbereitet wäre, um dann entsprechend diesen Kampf auch zu kämpfen. Und ich denke, er hat hier alles in bester Ordnung vorgefunden. Und dementsprechend, denke ich, ist er durchaus in der Position. Ja, wie gesagt, ich habe es Ende letzter Folge noch mal ein wenig ausgeführt, deswegen nur in der gebotenen Kürze. Er ist einfach jetzt nach der körperlichen und geistigen Abwesenheit seines Vaters ja der erste Mann hier in der Burg. Er ist Ratskanzler, er ist der mächtigste Mann auch im Rat, auch von seiner Position her. Und ich denke, da hat er durchaus die Möglichkeit, wenn er eben auch der, ja, ich sag mal, allen, die seinem Vater nahestanden, diesen Anspruch vorlegt, dass er dann die Möglichkeit hat, das Ganze zu organisieren, eine Armee auszuheben und dann quasi sozusagen im Auftrag, im Namen seines Vaters. Vielleicht nutzt er die Geschichte auch so ein bisschen so, dass ja, das vielleicht auch noch mal zum Ende, vermutlich es wird ja zum Ende des Lebens von Alberic so langsam gehen, ja, dass noch mal alle, die treu an seiner Seite standen, für ihn hier einstehen sollen, um eben für ihn diesen Anspruch noch durchzusetzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe es durchaus als realistisch an, dass er die Mittel und die Möglichkeiten hat, eine entsprechende Armee auszuheben. Und tja, darum werden wir uns jetzt als nächstes kümmern. Vorher will allerdings noch ein weiterer Ratsmarschall benannt werden, oder ein neuer, nachdem der alte zuletzt verstorben ist. Und da gibt es eine ganz interessante Konstellation, denn unser Konrad ist da durchaus auch, ja, nicht unbewandert. Und ich finde es durchaus passend, dass er jetzt in dieser Situation vielleicht sich selber in diese Position bringt, in die Position des Ratsmarschalls, um eben dann hier jetzt besser über die Armeen verfügen zu können. Das werden wir entsprechend mal tun, sodass sich Konrad hier sozusagen selbst ernennt. Sein Vater, wie gesagt, wir dürfen das nicht unterschätzen, vor allem auch die Gebrechlichkeit. Der wird fürchtlich seine Tage mittlerweile mehr im Bett verbringen. Wir werden das hier zuweisen. Konrad wird neuer Ratsmarschall und als Ratskanzler, da gibt es durchaus eine sehr, sehr fähige Person und das ist Eblé, den er dort einsetzen kann als seinen Nachfolger, der gleichzeitig auch als Hofarzt tätig ist. Aus ja, ich denke, aus Sicht von Konrad die beste Wahl, den wird er zuweisen und er wird sich dann weiter um fremde Angelegenheiten kümmern. Wobei, was sind die fremde Angelegenheiten? Waffenstillstand verkürzen. Na, ich dachte vielleicht bei fremden Angelegenheiten könnte er vielleicht auch dafür sorgen, dass es einen Anspruch gibt, aus Versehen. Vasallenteilnahme erzwungen. Da weiß ich nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Gut, aber er bleibt bei den externen Angelegenheiten. Unser Lehnsherr ist ohnehin auch, vielleicht ist auch das eine gute Situation. Er ist momentan beschäftigt hier mit diesem Tyranneikrieg, den er aber aller Voraussicht nach gewinnen wird. Und dementsprechend glaube ich, hier zieht jetzt noch eine feindliche Armee mit durch, die hier den Aufrührer mit unterstützen will, aber ist es eigentlich an einer guten Zeit, jetzt hier den Krieg entsprechend zu erklären, beziehungsweise wir lassen diese Armee hier jetzt noch durchziehen, damit die uns nicht in die Quere kommt, denn ich glaube, wenn wir Armeen ausheben, würden wir gegen die kämpfen. So, die sollen mal vorbeiziehen und dann werden wir jetzt hier diesen Krieg erklären, und zwar um den Anspruch unseres Vaters. Also er hat keine Verbündeten, er hat kaum Geld, ist hier deutlich unterlegen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mal groß Verbündete, wobei da könnten wir mal schauen, ob es da noch naheliegende gibt, die wir vielleicht mit
hinzuziehen könnten. Wobei, da glaube ich wiederum, dass das vielleicht auch dann ein bisschen zu weit geht, dass das dann nicht mehr in der Macht von Konrad liegt, dass er hier noch Verbündete mit hineinziehen kann. Wir schauen mal, wir werden diesen Krieg erst einmal erklären und dann sehen wir das hier. Der Graf von Gigö könnten wir mit Graf Ulrich von Bern, den Herzog von Toulouse, ja, oder Prinz Heinrich, der jetzt seit kurzem verbündet ist mit unserer, oder verheiratet ist mit unserer Tochter. Und das ist natürlich etwas, das hat Konrad ja selber auch in die Wege geleitet oder eingefädelt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er ihn mit dazu ruft. Prestige muss sein Vater da sozusagen einsetzen, aber das ist überhaupt nicht das Problem. Ihn wird er tatsächlich mit dazu holen, aber die anderen Verbündeten, da hat er selber nicht die entsprechenden Verbindungen dazu. Dann werden wir hier unseren Sammelpunkt verlegen und werden dann hier unsere Armee komplett ausheben und dann wird aber Konrad natürlich, das ist hier seine Aufgabe, das geht noch nicht. Jetzt ist er hier, die Armee ist auch ausgehoben. Na. Jetzt können wir ihn auswählen. Er wird selber dann die Armee hier befehligen. Er steht jetzt mit seinen 800 Mann und wir werden dann entsprechend marschieren, werden als Ratsmarschall jetzt nochmal schauen. Wir werden hier die Armee organisieren. Das ist in Kriegsfällen immer die beste Variante. Ja, Verteidigung einer Furt haben sie hier. Ja, das ist nicht ganz ohne. Einen besseren Armeebefehlshaber und weitere Eigenschaften. Schlacht in 22 Tagen. Ja, wenn wir erstmal hier in das Gebiet gehen. Er ist jetzt mit dabei. Prinz Heinrich, unser Freund, hätte ich jetzt beinahe auch gesagt, aus Kindheitstagen. Okay, er flieht jetzt in die falsche Richtung, wenn man so will. Können wir hier schon reinmarschieren? Und es ist zu einer Schlacht kommt, ja. Oh, jetzt hat er uns aber gut ausgetrickst. Jetzt hat er uns gut ausgetrickst. Wir kommen hier, glaube ich, nicht mehr raus. Ah, ich wollte jetzt diese Belagerung hier starten. Und er ist rausmarschiert, marschiert jetzt zurück. Wir können nicht mehr uns dem hier entziehen. Wir können unseren Zug hier in dieses Feld nicht mehr abändern. Und damit wird es zu dieser Schlacht kommen. Er verteidigt aber die Furt nicht mehr. Das ist ein Vorteil für uns. Dennoch könnte das eine unangenehme Schlacht werden. Minus 8. Unser Verbündeter ist auf dem Weg. Braucht allerdings noch einige Zeit. Er hat hier Bogenschützen. Wir haben hier das leichte Fußvolk und unsere Bogenschützen. Oh, und offensichtlich hat in der Zeit unser Vater aber eine Erkenntnis. Er fühlt sich in seinem Körper immer schwächer. Und auch der geistige Verfall, vielleicht einen Moment der Klarheit, in dem er merkt, das Ende naht, es geht zu Ende. Binnen eines Jahres wird Alberich sterben. So, jetzt schlägt das Pendel dann doch zum Glück recht deutlich in unsere Richtung aus. Und wir wollen dann aber auch hier stehen bleiben. Graf Loop wurde jetzt sogar noch exkommuniziert vom Papst. Ja, umso besser. Sehr, sehr schön. Leider ist hier einer gestorben und ich glaube, das war ein extrem guter Kämpfer. Dodon ist leider bei dieser Schlacht ums Leben gekommen. Ansonsten, auf Verluste ziemlich gleich. Wir haben es aber geschafft, Graf Loop auch tatsächlich zu verwunden.
aber offensichtlich hat er sich da auch schon wieder erholt. Na, einige Bogenschützen haben wir auch verloren. Nun gut. Aber wir können jetzt hier mit der Belagerung beginnen. Die allerdings 6 Monate braucht. Jetzt ist die Frage, was macht unser Verbündeter in der Zeit? Ich fürchte, er wird keine Schlachten schlagen, sondern er wird zu uns kommen. Ja, der Papst ist jetzt erstmal nicht beeinflusst, leider. Wir haben hier aber auch keine Möglichkeit. Naja, jetzt weitere Ansprüche zu erbitten, ist auch schwierig. Ah, er belagert jetzt hier. Ah, und jetzt geht er in den Kampf. Das ist gut. Wenn er ihn denn dann auch erreicht. Okay, er kämpft jetzt hier nochmal gegen uns. Unser Hofarzt hat sein Wissen erhöht und wir haben sie jetzt hier komplett aufgerieben und können uns damit jetzt komplett auf die Belagerung konzentrieren. Sehr, sehr schön. Unser Enkel kann heiraten. Eleonore ist gestorben. Ach Gott. Das ist natürlich wirklich auch eine wichtige Aufgabe. Sie war. Oh. Ah nee, das ist. Der sah gerade so aus wie unser Lehnsherr. Sie war die Schwester des Herzogs von Burgund. Ich glaube, das hat auch ein entsprechendes Bündnis eingebracht. Gut, unser Sohn Alberic ist jetzt noch recht jung, hat aber auch keine Söhne oder keine Kinder. Nur unsere Schwester hat einen Sohn, der aber eben nicht aus unserem Haus ist. Das ist natürlich schon eine gewisse Gefahr. Selber wird er sich, glaube ich, nicht verheiraten. Wir werden das mal anheften. Das sind wichtige Aufgaben, die sich Konrad auf jeden Fall wird kümmern müssen. Zermürbung ist hier kein Problem. Okay, gut. Dann werden wir jetzt erstmal diesen Kampf hier weiterführen. Diese Belagerung. Was er jetzt vorhat, ist er jetzt noch in einem anderen Krieg verwickelt? Oh ja, er ist jetzt Verteidiger gegen König Svatobor von Böhmen. Krieg um den Anspruch von Herzog Friedrich auf das Fürstbistum von Coburg. Da marschiert er jetzt hin. Ist nicht weiter schlimm. Der König von Böhmen greift an und es geht um Coburg. Prinz Walram, sein Bruder, ist hier der Verteidiger. Das könnte aber auch interessant werden, oder? 10.000 Mann gegen nur 5.000. Ja, das könnte in der Tat interessant werden. Gut, wir werden mal schauen, wenn diese Belagerung hier abgeschlossen ist, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, uns auch um die Vermählung unseres Sohnes zu kümmern. Und unsere Enkelin wird angegriffen. Ja, das ist die Herzogin, die Königin von Masowien. Eieiei, und sie hat jetzt in der Tat große Probleme. Sie hat ganz offensichtlich große Probleme. Einmal gibt es hier diesen Auflösungskrieg. Eieiei, und das heißt wirklich, dass das Königreich von Moldawien vernichtet wird und die Vasallen unabhängig werden. Das will. Oh, er ist sogar ihr Ratsmarschall eigentlich, Herzog Wichmann. Er wird der Fremdländische genannt, ja, als sächsischer Kultur.
Das will er und es gibt gleichzeitig an. Das hier aber nur als Verbündete mit bei, ne? Das ist aber ein Krieg, der zwischen. Dass sie beim Angreifer, beim König von Ruthenien als Verbündete mit bei, das geht gegen den König von Polen, beziehungsweise der ist dort als Verbündeter mit bei, Großfürst von Tschernigow. Oh, und es geht, das ist dann auch das entsprechende Kriegsziel. Ja, das ist natürlich problematisch. Das ist hier Verbündeter. Sie ist nicht unsere Verbündete. Gibt es eine Möglichkeit, ein Bündnis zu schmieden? Das ist natürlich so ein bisschen eine Frage. Das ist jetzt wieder aus Alberics Sicht gedacht. Und ich denke, er wäre definitiv jemand, der das machen würde. Die Frage ist, inwieweit bekommt er das mit? Ich glaube, es ist relativ klar, dass sie diesen Krieg hier verlieren wird. Ja, und damit die Geschichte des Königreichs Moldawien hier auch im Grunde wahrscheinlich dann schon zu Ende erzählt ist. Wir können nicht da beitreten, das sehen wir auf jeden Fall. Und ich sehe auch nicht die Möglichkeit, ein Bündnis zu schmieden. Ne, das ist zwar seine, also jetzt aus Sicht von Konrad, das ist seine Nichte. Aber er hat seine eigenen Ziele und dementsprechend wird er jetzt da, glaube ich, nicht weiter vorgehen, sondern wird weiter hier sich um diese Belagerung kümmern, wo er jetzt auch gleich erfolgreich sein wird. Und damit ist tatsächlich dieser Krieg auch schon beendet, weil er hier den Grafen gefangen genommen hatte. Und damit werden wir dann unsere Forderung hier erzwingen. Wir können noch eine Geisel fordern. Ne, ganz offensichtlich nicht. Da gibt es niemanden, den wir fordern können. Dementsprechend werden wir unsere Forderung hier nur erzwingen. So sei es. Seid gegrüßt, Graf Alberic. Mögen euch die Säfte bei lebendigem Leibe austrocknen. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Sehr gut, dann können wir unsere Armee auflösen und sind jetzt über der Domänenschwelle. Das ist natürlich auch ein Problem und er ist jetzt landlos geworden. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze hier aufgeteilt werden würde. Dafür müssten wir jetzt nochmal auf, das ist die Baronie, das ist Besançon und das würde Bermont. Ah ja, klar, das würde der Jüngste erben. Ja, Leiden. Hier sind wir. Da wurde es jetzt gefunden. Genau, Leiden geht an Konrad. Föhr geht an André und das geht jetzt an den dritten Sohn. An den jungen Bermont. Ja, und da gibt es natürlich jetzt keine großen Möglichkeiten. Oh, André allerdings ist verletzt. Seine Gesundheit ist schlecht. Außerdem ist er fettleibig. Hat schwer heilbare Wunden. Vielleicht wird unser Bruder das hier auch nicht überleben. Auch er hat nur eine Tochter. Nun gut, aber Stichwort nur eine Tochter. Ich denke, das werden wir jetzt auf jeden Fall noch tun, dass wir uns zuerst mal anschauen, vielleicht, ob wir hier noch weitere Ansprüche bekommen können. Nein, da scheinen wir momentan noch weit von entfernt zu sein. Ne, da gibt es momentan offensichtlich keine Möglichkeiten, aber wir müssen uns um Alberic den Zweiten kümmern und müssen ihn verheiraten. Und hier schaut jetzt natürlich auch wieder Konrad drauf. Und ich denke, auch dort
wird er vielleicht noch mal nach einer Bündnismacht schauen. Ach, ernsthaft? Da werden ihm lauter Bürgermeisterin angezeigt. Das kann doch nicht sein. Sie ist die Schwester des Königs von Kastilien. Teresa Sanchez. Und das ist ihre jüngere Schwester. Ja, entsprechende Ansprüche. Ist nur die Frage, ist das, ich meine, das ist schon relativ weit weg, ne? Kastilien, wobei, boah, Kastilien ist groß und mächtig, das auf jeden Fall. Wow. Wäre eine sehr, sehr gute Verbindung für seinen Sohn. Und tatsächlich sind die, würden sie dem auch zustimmen? Ja, dann ist das eine gute Partie, die Konrad hier für seinen Sohn, sie wandert hier durch die Gegend, glaube ich, in die Wege leiten kann. Sie war noch nie verheiratet. Damit ist das, glaube ich, für seinen Sohn die perfekte Partie. Wir werden diesen Vorschlag abschicken, denn da bedarf es tatsächlich noch. Auch Nachwuchs. Und wunderbar, damit ist das auch vollzogen. Und damit ist hier die Ehe geschlossen worden. Sehr gut. So, wir sind immer noch im Krieg. Hier bei unserem Nachbarn. Eine Sache, wir sehen, dass jetzt hier die Kontrolle gering ist. Das ist sicherlich etwas, was wir tun sollten, hier die Kontrolle zu erhöhen. Es braucht auch sicherlich noch einige Zeit. Und ach ja, aber er ist ja über der Domänenschwelle. Wie sieht es denn in Föhr nochmal aus? Zweiter ist hier tatsächlich. Konrad. Das heißt, wenn hier unser Bruder das tatsächlich nicht schaffen sollte, dann würde Konrad selbst erben. Von daher ist das keine große Gefahr, ihm das zu geben. Denn Leiden abzugeben wäre keine Möglichkeit. Ja, weil es gibt ja noch diese Baronie, nicht wahr? Die würde auch er erben. Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit, das ihm erstmal nur diese Baronie zu geben? Funktioniert das? Um ihn da nicht allzu mächtig zu machen. Wie sieht es denn in dieser Baronie aus? Auch dort wären wir Zweiter. Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, diesen Titel zu vergeben und unseren Bruder hier erstmal zum Baron zu machen. Ein Bündnis hier mit unserem Bruder aushandeln, aber das wollen wir nicht. Es gibt hier noch ein deaktiviertes Gebäude. Achso, geht, okay, das wird aber.
sich bei Gelegenheit erledigt haben, wenn die Domänenschwelle wieder verringert ist. Ja, und damit hat aber Konrad, glaube ich, erst einmal alles getan, was er tun konnte. Dieser Krieg hier ist auch beendet in der Provence. Der Lenz hat den Krieg gewonnen. Und wenn ich es richtig sehe, hat er ihm auch die Titel wieder aberkannt. Ja, puh, und damit ist er auch tatsächlich mächtig. Er hält 6 Titel, die er auch alle samt selbst halten kann. Das macht ihn zu einem durchaus mächtigen Herzog. Oh, und es ist tatsächlich passiert. André ist gestorben. Am Ende des Tages erlag er seinen Verletzungen. Hat er die in dem Krieg sich zugezogen? Oh, höchste Mächte, wie konntet ihr André das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Er war bar jeder Schuld, mein perfekter Sohn. Das Leben hatte noch so viel mit ihm vor. Das hat er nicht verdient. André stirbt tatsächlich an seinen Verletzungen. Damit werden wir stehen an der Schwelle des Todes und erhalten Anspannung, werden von Anspannung übermannt. Ja, das wird er dann am Ende des Tages sicherlich doch noch mitbekommen haben, dass hier sein Sohn gestorben ist. Und jetzt ist die Frage, tja, beides könnte ich mir vorstellen, dass er melancholisch noch wird zusätzlich oder dass er zum Bierkrug greift. Dass er jetzt hier so viel Willen hat und sagt, ich muss mich durchbeißen, kann ich mir nicht vorstellen. Beides, aber die ersten beiden Optionen durchaus. Deswegen bekommen beide eine 50-50-Chance. Und ich würfle eine 4, er greift zum Bierkrug. Und wird damit tatsächlich auf seine späten Tage auch noch zum Trunkenbold. Und trinkt jetzt, um noch mehr zu vergessen. Seine Gesundheit ist schlecht, aber jetzt müsste doch... Wer ist denn jetzt hier Baron geworden? Das ist wieder zurückgegangen. Warum steht denn jetzt hier nur 3? Ach nee, das gibt's ja nicht. Das hat jetzt doch sie geerbt. Das stand da aber anders. Das sah aber anders aus. Das hat jetzt doch seine Tochter geerbt. Das ist aber unschön. Sie ist jetzt hier zur Baronin geworden. Das hatte unser Konrad anders interpretiert. Auf der anderen Seite, durch den Tod jetzt, dürfte aber eigentlich Besançon jetzt auch an Konrad gehen. Ja. Was dann sicherlich in seinem Sinne ist. Nun gut. Alberic, er steht an der Schwelle des Todes. Werden uns vermutlich in der nächsten Folge von ihm verabschieden müssen. Zuletzt hat aber ohnehin eher Konrad schon die Geschicke übernommen. Sein Vater war da nicht mehr wirklich in der Lage. Und dann, denke ich, dürfen wir gespannt sein, wenn er sozusagen die volle Macht ergreift, welche Möglichkeiten er dann hat und wie er dann weiter vorgehen wird. Wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge nochmal mit Alberic wieder. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.